Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen nach langer Zeit wieder zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ich möchte dir heute zeigen, wie ich aus einem Achteck bzw. einem überdehnten Achteck ein Short häkel, ne? Oder Boxershorts, Höschen, kurzes Höschen kann man auch erweitern. Wie gesagt, ich möchte hier nur die Basis einmal zeigen. Und ja, ich nehme jetzt einfach nur eine Nadel und ein dickeres Garn, damit das für euch besser sichtbar ist. Ihr solltet vielleicht lieber ein Garn wählen, was so ein bisschen schwerer fällt. Ja, ich sag mal hier so ein bisschen schwabbeliger und mit Leinenanteil. So, kommen wir aber jetzt einmal erstmal zur Theorie. Ja, was ihr sonst noch braucht, ist natürlich eine Schere, ein Maßband, eventuell noch ein paar Maschenmarkierer. Das wäre sogar nachher von Vorteil. Ja, passende Nadel, passendes Garn, die richtige Portion an guter Laune. So, ich will euch das jetzt einmal zeigen, wie der Short am Ende eigentlich aussieht. Ne? Und zwar so, ich zähle jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hier haben wir die Mitte. Da, und hier mache ich mal einmal den Knick hin, ne, fürs bessere Verständnis. So, das wäre nach diesem überdehnten Achteck, was wir häkeln, wenn man es richtig dann zusammenfaltet, die Grundform. Eigentlich immer ein Quadrat. So, hier beginnen wir. Da ist unser Zwickel. Nehmt euch gerne einen passenden Short, den ihr schon habt, der euch gut um die Beine passt und um die Hüfte, weil das Problem ist, dieser Short, wenn wir hier natürlich anfangen, ist hier natürlich von der Höhe genau das gleiche wie hier unsere Beinbreite, ja, so. Da das Ganze ja gefaltet ist und zweimal ist, haben wir hier ein halbes Bein. Also was ihr braucht, ist euer gesamter Umfang vom Bein, wo der Short enden soll. Dann braucht ihr natürlich vom Zwickel bis über den Bauchnabel, unterm Bauchnabel, auch die gewisse Höhe, da braucht ihr das, und die Gesamtbreite. Ne, weil wir haben ja nun nicht eine androgyne Figur, die kastenähnlich ist, sondern in den meisten Fällen haben wir ja hier, was weiß ich, Taille, dann haben wir, ich sag mal, hier einen Bauchnabel, ne, vielleicht breitere Hüften, vielleicht sogar noch breitere Schenkel. Ne, also ich mache es jetzt mal so, dass ich das jetzt mal sehr stark proportioniere, ja, so. Und wenn der Short jetzt hier passen soll, muss er aber hier über die Hüften auch passen. Also brauchen wir das stärkste Maß auf jeden Fall. Das brauchen wir an Breite. Das wäre dann dieses hier. So, wenn ihr hier beim Zwickel anfangt und ihr sagt, ich möchte bis hierhin meinen Short haben, so, dann müsst ihr natürlich zu gewissen Zeiten aufhören, ne? Weil diese Breite ist dann auch gleichzeitig diese Höhe. So, und dann kann das sein, dass das hier noch nicht auslangt, die Höhe. Da gibt es dann natürlich eine Erweiterung und ja, das langt meistens vielleicht auch nicht. Ne? Da müsste man dann hier nochmal was ransetzen, aber das kommt später, die Erweiterung, genauso wie die Erweiterung nach oben. Das ist auch alles kein Problem, aber die Basis ist das, und dass dieser Short, der würde jetzt zum Beispiel für ein Kind auslangen, auf jeden Fall. Eventuell kann man da dann noch ein kleines Bündchen einarbeiten, mit einem Lochmuster eine Kordel durchfädeln, und dann hätte man den Basic Short auf jeden Fall, aber für ja, weibliche Figuren muss man da natürlich ein bisschen was anpassen. Aber ich zeige euch heute, wie ihr dieses Basic-Teil einmal hinbekommt. Und dann wohl im zweiten Teil die Erweiterung, wie ich das mache. Und worauf ihr achten müsst, wenn ihr hier eure Beinlänge schon erreicht habt. Aber die Breite noch nicht. Ne? Den Umfang noch nicht. Ne? Da zeige ich euch, wie es dann im zweiten Teil, oder im zweiten Teil zeige ich, wie es dann weitergeht. So, wir starten jetzt aber mit diesem Teil erst einmal.
dazu nehme ich mir jetzt meine Wolle und mache gerade ein paar Meter hier frei. So, ihr könnt jetzt anfangen mit einer Luftmaschenkette. 5-6 Luftmaschen. Ich persönlich mache da jetzt ein Magic Ring. Ich mache den so, dass ich hier den Anfangsfaden habe. Den mache ich mir auch nicht zu kurz. Leg mir den über 3 Fingern, halt da fest. Ziehe mir das Ganze aber so ein bisschen schon nach rechts rüber. Hier einmal runter, dann komme ich hier wieder hoch und dann ziehe ich mir das hier einmal zur linken Seite rüber. Halt das hier natürlich fest. So sieht das dann aus. Und mit dem kleinen Finger halte ich das hier fest. So, dann gehe ich hier unter die rechte Schlinge, hole mir den linken Faden durch. So, drehe mir die Nadel etwas und hole mir dann hier diesen Arbeitsfaden einmal durch und habe dann schon die Schlinge. Sieht natürlich im Langsamen, natürlich in Zeitlupe hier ein bisschen eigenartig aus. So, den kann ich dann jetzt hier schon mal ein bisschen schließen und das stört mich gar nicht. Ne, zu lang braucht es nicht sein, aber zum Vernähen oder zum Miteinhäkeln. Ne? So, da haben wir das schon mal gestartet. So, nun starte ich mit 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen. Das bleibt Runde für Runde immer gleich. Ein Umschlag auf die Nadel und in den Ring hier rein. Achtet dabei drauf, dass ihr hier links beide Fäden umhäkelt. Faden durchholen, durch 2 Schlingen. Durch 2 Schlingen. So, damit haben wir jetzt schon mal eine Gruppe von 2 Stäbchen. Jetzt folgen 2 Luftmaschen, wieder ein Umschlag auf die Nadel und wieder ein Stäbchen rein und noch ein Stäbchen rein. So, damit haben wir jetzt die zweite Stäbchengruppe, A2 Stäbchen, getrennt von 2 Luftmaschen. Jetzt wieder 2 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen. Und das Ganze und wieder 2 Luftmaschen brauchen wir insgesamt 8 Mal. Ja? 1, 2, 3 Mal haben wir gemacht. Wenn ich 8 fertig habe, sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt 8 Grüppchen fertig und am Ende würde jetzt zum Schließen noch die 2 Luftmaschen fehlen. Da arbeite ich persönlich immer etwas anders, gerade mit den Runden. Das hat sich so eingebürgert und das behalte ich auch bei. Erstmal einmal jetzt die Lücke schließen, an diesen Anfangsfaden ziehen und dann ist das hier zu. So, nun kann man den Faden natürlich hier wunderbar mit einhäkeln. So, wie gesagt, am Ende fehlt uns jetzt noch das zum Schließen. Normal 2 Luftmaschen und mit einer Kettmasche in die Runde rein. Da ich mir das angewöhne, anders zu arbeiten, weil wenn man sonst in Spiralrunden so häkelt, verzieht sich ja sonst die Anfangsluftmasche immer nach rechts. Egal, ob man Socken häkelt, Topflappen in Runden, Tischsets. Ne? So. Also, ich mache mir hier einen Umschlag auf die Nadel, steche oben in die dritte Luftmasche ein, häkel mir hier immer gleich den Faden mit ein, habe 3 Schlingen auf der Nadel und da wir 2 Luftmaschen brauchen als Trenn, mache ich hier ein ganz normales Stäbchen, einmal, zweimal, so. Gut, dieser Faden, das ist jetzt, entweder lasst ihr das so oder ihr zieht den raus und verhäkelt ihn halt nicht mit rein. Mich persönlich stört das nicht, dass man den Faden da jetzt zu Beginn sieht. So, jetzt sind wir hier im Ersatzstäbchen von Beginn drin, beziehungsweise haben da abgekettet. Wir sind aber jetzt in der Mitte so einer Lücke immer. Da oben sind wir in einer Lücke und da starte ich jetzt neu mit 1, 2, 3 Luftmaschen als Ersatz fürs erste Stäbchen und wieder ein zweites Stäbchen da rein. Damit habe ich jetzt schon meine nächste halbe Ecke. Wer vielleicht Angst hat und das verpassen könnte, der steckt sich hier einfach einen Maschenmarkierer rein. Das ist kein Problem. Ne? So, und jetzt haben wir hier die Steigeluftmasche. Das ist natürlich auch eine Masche, die behäkeln wir einfach mal. Oder ich behäkel sie einfach mal. Eine. Und hier haben wir die zweite. Da wieder aufpassen nach der Steigeluftmasche, sage ich eigentlich in jedem meiner Videos, verdreht sich hier diese Schlinge immer so ein bisschen nach vorne. Da ein bisschen aufpassen, dass ihr hier vorne reinstecht, dass ihr immer 2
Schlingen hier oben drauf habt. So, da häkeln wir dann das Stäbchen ab. Jetzt kommen wir in die nächste Lücke rein. Dort wieder eine nächste Ecke mit zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Dann haben wir wieder hier, müsst ihr ein bisschen aufpassen, ein bisschen nach rechts ziehen, denn da verbirgt sich die nächste Masche der Vorreihe. Da einstechen und hier die zweite. Ja, von Lücke zu Lücke erweitert sich das, während wir hier vorher zwei hatten, ne, erweitert sich das Ganze jetzt auf sechs. Natürlich zwei plus zwei in der Ecke. So, jetzt die nächste Lücke wieder. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Dann wieder die nächsten zwei Maschen abhäkeln. Eins, zwei. Und die nächste Ecke. Ein Stäbchen, zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen. Ne? Immer zwei Luftmaschen da wieder rein in die Ecke. Und wieder zwei Stäbchen. Jo, ich bin am runden Ende weitestgehend schon angekommen. Hier meine letzten zwei Stäbchen noch abhäkeln. Jetzt bin ich hier bei dem Maschenmarkierer. Das sagt mir, die Runde ist zu Ende. Wie gesagt, im Normalfall brauche ich das nicht. Wollte ich euch nur einmal zeigen. Ne, weil das sieht man ja, also ich sehe es, ne, dass das zu Ende ist und dass hier der Beginn ist. Wie gesagt, wer sich komplett unsicher ist, der lässt es hier einfach in so einer Masche drin. Der braucht den auch nicht versetzen. Ne? Nachher, klar, wenn man einen gewissen Anteil gehäkelt hat, zieht man den dann mal ein bisschen höher. Ne? Aber so ein paar Reihen kann der dann bleiben, dass man weiß, hier ist Schluss. Hier ist die letzte Ecke. Hier muss ich noch jetzt die andere Hälfte der Ecke vervollständigen. Zwei Stäbchen. Und ich mache, wie gesagt, keine zwei Luftmaschen, um die Reihe zu schließen. Ich mache ein Stäbchen und häkel in die 1, 2, dritte Luftmasche einmal rein. Hole mir den Faden, habe drei Schlingen auf der Nadel, 1, 2 und habe somit wieder die Mitte einer Ecke erreicht. Und das Ganze fängt von vorne an mit drei Luftmaschen, ein Stäbchen. Das ist dann jetzt wieder die halbe Ecke. Wie gesagt, wer möchte, setzt sich den Maschenmarkierer da jetzt wieder rein. So, hier haben wir angekettet, da kommt für mich jetzt das erste Stäbchen wieder rein, für die nächste Reihe, so, und hier haben wir das Stäbchen, was sich so schön verdreht hier, das seht ihr, wir haben hier immer so einen schönen Zopf und da müsst ihr immer in beide Sachen rein hier, da immer, dass ihr beide erreicht und wie gesagt, bei der ersten, nach der Steigeluftmasche, ist das so ein bisschen merkwürdig, verdreht und da halt aufpassen, dass ihr nicht nur da jetzt den Einfaden habt, sondern dass ihr dieses Verdrehte einmal ein bisschen mitnimmt. Ja, da. So, da haben wir nämlich beide wieder drauf. So, und das bleibt jetzt Runde für Runde gleich. Wie gesagt, die Abstände oder die Maschen dazwischen sind von 2 auf 6 gewesen. Gleich kommt 10, weil ja hier 2 dazu kommen und in der nächsten anderen Lücke davor auch 2. Und dann erweitert sich das immer von der Anzahl um 4 Maschen. Das könnt ihr zwischendurch dann auch mal kontrollieren. So, und das bleibt immer gleich, Runde für Runde. Da ändert sich vom System her nichts. In den Ecken immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen rein. So, ja. Und am Ende zeige ich euch das jetzt nochmal an meinem anderen Modell, weil, wie gesagt, das ist hier, was ich euch eben gezeigt habe, ein Baumwollgarn und auch ein bisschen dicker. Das möchte ich so nicht benutzen. Und das ist ein Gemisch aus Leinen. Ja, es fühlt sich ein bisschen rau an, aber man zieht ja auch noch ein Höschen unter, ne? Oder ein Tanga oder wie auch immer. So sieht das Ganze dann nachher aus, wenn ihr das Runde für Runde häkelt. Das ist natürlich hier auch noch viel zu klein. Ne, ein Achteck, was sehr überdehnt ist. Ne, ihr seht, ich habe hier auch noch einen Maschenmarkierer drin, ja, für den runden Anfang und Ende, wie auch immer. So, und aus diesem Achteck
Ne? Wenn man das richtig faltet, da muss man so manchmal so ein bisschen aufpassen, welche Ecken man übereinander legt. Ne? Es kann nämlich auch sein, dass man das aus Versehen so hat. Oh, kommt natürlich noch nicht hin. Nimmt man die nächsten Ecken. Da sind wir richtig. Ne? So sieht das aus. Und da wir natürlich nicht komplett dünn sind wie ein Blatt Papier, sondern da natürlich noch ein Popo hinten rein muss und hier vorne vielleicht noch mal ein Bäuchlein, ne, gibt es nachher die Erweiterung. Aber so sieht das denn, wenn ihr das richtig gefaltet habt, ne, nach einer gewissen Zeit aus. Und ihr seht schon, dass das hier, ich messe das mal eben aus, 8 cm ist, ne, weil hier unsere Mitte ist, wie beim Topflappen auch, wo man in der Mitte anfängt. Und das Beinchen ist natürlich dann auch so 8 cm lang. Gut, je nachdem, wie man jetzt dehnt und streckt, ne, hat man vielleicht auch mal, ja, hier 8,5. Und hier sind wir schon, ja, auch 8,5. Also wie gesagt, das kommt dann immer drauf an, wie man das, wie sich das jetzt hier ein bisschen verzieht. Aber im Grunde genommen haben wir hier das gleiche Maß wie hier. Und hier haben wir immer das doppelte Maß. Ne? Zack. Zack, das müssten jetzt von der Höhe roundabout 16, ja, guck mal, da wir 16, da wir hier 8,5 haben, ne, kommt das ja hin, dass wir hier knapp 17 cm haben. Also, so, und da ist nämlich dann schon das Problem, was ich zu Beginn sagte. Unsere Proportionen stimmen ja nun leider nicht ganz, sondern wir kommen im Endeffekt auf diese androgyne Form und wo hier keine Hüften sind, wo die Beinchen auch nicht dicker sind, ne. So, aber wie gesagt, nehmt euch gerne ein Short oder ein Panty, ne, der eng anliegt, wo ihr sagt, so will ich den haben, und passt euch dieses Modell an. So, damit beende ich jetzt den ersten Grundteil der Shorts und im zweiten Teil werde ich euch zeigen, ne, wie es weitergeht, wenn ihr hier zum Beispiel eure Beintiefe, Länge schon erreicht habt und sagt, ich möchte es ja nicht bis zu den Knien haben, ich möchte ja keinen Bermuda-Short haben, kann man aber auch machen. Ne, man kann ja sagen, ich brauche hier noch ein bisschen Breite, ne, weil mir das noch zu dünn ist. Ne, passe ich noch nicht mit den Oberschenkeln rein. Kann man gerne natürlich noch erweitern. Und dadurch, ne, wenn ich hier 5 cm zunehme, habe ich hier natürlich unten an der Beinlänge auch 5 cm. Und natürlich hier auch 5 cm Höhe. So, aber da erzähle ich euch im zweiten Teil was zu, wie ihr das denn umändern könnt, wenn ihr ein gewisses Maß schon erreicht habt. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es Fragen gibt, gerne unten in die Kommentare. Kein Problem. Und wie gesagt, ich bedanke mich und werde mich jetzt gleich in den zweiten Teil reinstürzen. Alles Klärchen, wünsche euch was. Ne? Wer krank ist, erholt sich bitte gut und alle Gesunden werdet bitte nicht krank. Okay, tschüss und bis zum nächsten Mal.